Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars TODH Plague Soldier bzw. Frontkämpfer. Wir reisen direkt nach Quesh. Wir müssen gar nicht zum Holo-Terminal, wir müssen direkt raus. Okay. Ist das? Achso, das ist das Flottenkommando. Dann ab auf den Planeten. So, mal wieder auf einer wunderschönen Orbitalstation und ohne Gefährten. Wir nehmen natürlich unseren neuesten, Tanovik. Was hat er gesagt? Ach so, bereit. Wir schreiben natürlich einmal natürlich wieder ein wunderschönes Hi. Boah, Alter, wie das laggt hier. Ich habe immer noch nicht den Upload beendet, obwohl ich mach's schnell. So, der Upload ist jetzt beendet. Jetzt haben wir auch wieder eine ordentliche Verbindung hier. 42, das ist normal. Und wir machen jetzt erstmal hier den Rettungseinsatz. 36 KEP gibt das. Und ich habe jetzt auch noch die Tatooine-Quest. Ey, das kann weg. Die schmeiße ich raus. Sand, ja gut, die schmeiße ich mal einfach mal drin. Vielleicht mache ich die noch irgendwann. Wie ich das einfach jedes Mal vergesse. Ich muss ja hier noch die Quest annehmen. Willkommen auf Quesh. Ihr gehört zum Chaos-Trupp, nicht wahr? Gut, dass hier mehr Sondereinheiten eintreffen. Wollt ihr den Imperialen in den Hintern treten? Ich hoffe doch sehr, dass ihr nicht wegen der Aussicht hier seid, obwohl das Gift gerade sicher für schöne Sonnenuntergänge sorgt. Wo wir gerade davon sprechen, ihr werdet das hier brauchen, um in der Atmosphäre von Quesh überleben zu können. Sucht dann Sanitäter auf, wenn die Wirkung nachlässt, um noch eine Dosis zu erhalten. Was ist unsere Mission hier? Was gibt uns da alles da unten? Wie lange hält das an? Der Planet muss wichtig für die Republik sein. Weshalb? Quesh-Gift, die Chemikalie der Luft ist natürlich formtödlich, aber die lassen starke Aufputscher daraus herstellen. Das Imperium hat davon Wind bekommen und den Planeten mit Soldaten und Kampfdroiden überschwemmt. Das macht die Sache schwieriger. Genug geredet. Giftig und umkämpft? Gefährliche Aufträge machen am meisten Spaß. Gut, ihr dürft nun auf die Planetenoberfläche reisen. Gebt einfach Bescheid. Dann mal los. Ich bin noch nicht so weit. Ja gut, dann los. Ich sehe mir diesen giftigen Planeten mal an. Sprecht nach der Landung mit General Corvin. Er erklärt euch die aktuelle Lage. Viel Glück. Okay. Die Atmosphäre von Quesh. Jetzt sollten wir auch immobilisiert sein, jetzt sollten wir auch auf dem Planeten drauf können. Also falls ihr Probleme habt, die Quest könnt ihr auch wirklich erst bis Stufe 35, meine ich, annehmen. Ach guck mal, hier bekommen wir jetzt sogar unseren Generator. Ja damit, so, zack. Das nehme ich jetzt allerdings nicht mit. Ich werde allerdings jetzt erstmal nur die Story machen. Oh, Codex-Eintrag. Wo ist er? Da. Das wird schon wieder. Funny Farm. Einsatz Hauptquartier der Republik. So. Dann einmal weiter hier und dann... Quesh ist übrigens auch ein sehr kleiner Planet, also... Nein, das ist nicht die Karte von Quesh. Die Karte von Quesh ist diese hier. Das ist der ganze Planet, ihr seht. Der ist nicht wirklich groß. Und deshalb wird die Story wahrscheinlich auch, ich denke mal, nur eine Folge werden wir hier drauf sein. Weil Quesh geht sehr, sehr schnell. Kann sein, dass wir vielleicht noch irgendwann später nochmal zurückreisen müssen, aber diese Hauptstory erstmal wird nur eine Folge sein. Jetzt weiß ich wieder ewig, bis es geladen ist. Wir haben uns eingegraben, Major. Aber die Imperialen greifen weiter an und Verteidigung war noch nie meine Sache. Haltet einfach die Köpfe unten und feuert weiter. Der Kommandant vom Chaos-Trupp ist jetzt hier. Wir holen euch sofort da raus. Verstanden. Wir werden sie schon irgendwie beschäftigen. Korea Ende. Erinnere mich zum Dienst. Hört sich übel an da draußen. Machen wir schnell. Wie ist die Lage, Major? Die Lage ist chaotisch. So sieht's aus. Bei einem Bunkerangriff der Tresorknacker ist von vorne bis hinten alles schiefgelaufen. Fehlinformationen, ein Alarm und schon haben die Imperialen ihre Truppen losgeschickt. Jetzt sind Koreas Leute umstellt und in der Unterzahl. Wenn wir ihnen keine Bresche schlagen, wird jeder in dieser Truppe sterben. Das werde ich nicht zulassen. Habt ihr einen Plan? Was soll ich tun? Es ist mir egal, wie viele Imperiale dort sind. Wir holen unsere Leute da raus. Wir setzen auf Ablenkung. Scouts haben tief hinter den Linien eine imperiale Kommandozentrale entdeckt. Dort werdet ihr zuschlagen. Ausrüstung, Fahrzeuge, Personal. Alles, was nach Imperium aussieht, wird durchlöchert. Die Imperialen werden zurückkommen, um euch aufzuhalten. Und das wird den Tresorknackern die benötigte Zeit zum Rückzug geben. Das schaffe ich. Es gibt doch auch andere Optionen. Dann wäre ich aber in der Falle. Gebt mir die Koordinaten, dann mache ich etwas Lärm, Major.
Wir werden uns von den Schwachköpfen nicht so leicht unterkriegen lassen. Sobald die Imperialen abrücken, wird Korea euch kontaktieren, damit ihr alle verschwinden könnt. Wir haben einen Gleiter für euch bereitgestellt. Fliegt hin und richtet Chaos an, Soldat! Och, Tanovik, was hast du denn gegen meine Antworten, ey? Auf die Beine. Bitte, ich hole gleich einen anderen Gefährten, das nervt. Aber du musst ja dabei sein. Weil du bist immer unser aktueller Gefährte. Ich weiß gar nicht, wie viele Gefährten fehlen jetzt noch? Einer müssten wir noch bekommen. Ich weiß gar nicht, welcher das jetzt ist. Mal gucken. Wir sind jetzt ja gerade in Kapitel 2. Und, gut, ein Gefährte fehlt jetzt noch. Wahrscheinlich werden wir den noch erst in Kapitel 3 bekommen. Was haben wir, wie viele Planeten gibt es überhaupt noch? Och, Nat, klar. Ich glaube, man kann den Gleiter nutzen, ne? Der Gleiter ist hier. Erinnerung, mechanisierte ja. Reisen sind nur nehme für mal den Gleiter, das geht immer schneller. Vorgesehen. Ja, sei leise. Oh, flüchtige Waffentuning. Ach, guck mal, es gibt wieder Torwächterkisten. Oh, guck mal, die sind hier sogar Platin. Die Sperrkisten. 3000, gar nicht mal so teuer. Statt 7000. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich immer so viel gekostet haben oder ob es auch wieder bloß Fake ist. Im Kartellmarkt sind leider auch sehr viel Fake. Zum Beispiel auch. Hier, Datacon des Meisters. Hier steht 3200. So viel hat das noch nie gekostet. Noch nie. Es hat schon immer 2000 gekostet. Also, das ist ein bisschen Betrug manchmal. Da müsst ihr manchmal aufpassen, dass nicht alles, was im Kartellmarkt billiger angezeigt wird, auch billiger ist. Das ist ja auch im Real Life so. Kriegslager der drei Familien. Okay, dann weiter. Guck mal, sind wir schon fast da. Perfekt. Guck mal, da hoch. Das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Guck mal, da hoch. Auf den Berg. Ne, ich glaube, der ist zu steil, ne? Oder? Oder? Ne, der ist zu steil, oder? Wenn man eine Attacke hat, mit der man schnell ist, könnte man es vielleicht schaffen, oder? An der Wand. Ne, das geht nicht. Mit der schnellen Attacke könnte man das vielleicht schaffen, da hochzukommen. Aber so nicht. Ich habe leider keine Attacke, bei der ich schnell bin. Oh, so schnell, so muss ich denn jetzt hin? Okay, sieht so aus, ob ich hier richtig bin. Laut der Karte soll es anscheinend hier lang gehen. Kristalle. Die brauche ich nicht. Kristalle kann ich sowieso nicht einsammeln, weil ich keine Archäologie habe. Oh, es ist dunkel. Es ist dunkel, quantitativ. Und dann sind wir schon wieder fast da. Perfekt. Ach, das hier kenne ich, glaube ich, noch. Das habe ich nämlich letztens mit einem Freund gemacht. Ah, du Scheiße. Was habe ich hier? Ein Rohr. Einfach nur ein Rohr. Keine Gegner? Doch, Gegner. Ha, wusste ich doch, dass hier irgendwo Gegner sind. Ich habe mich schon gewundert. Hä, sag mal, gibt es hier keine Gegner hier drin? Aber doch, die waren nur noch nicht gespawnt. Ja, wenn man den Planeten erstmal betritt, dann dauert es immer etwas, bis der ganze Kram hier geladen ist. Das ist mal das Furchtbarste. Deswegen nehme ich auch immer lieber viel am Stück auf, dass ich nicht jedes Mal den Planeten neu laden muss, weil das mal so ein bisschen nervig ist. Aber egal. Ich weiß gar nicht, wie viele Quests es hier gibt. Ich glaube, eine oder zwei. Also mehr als zwei wird es auf jeden Fall nicht geben, weil das würden wir in einer Folge gar nicht schaffen. Ich weiß genau, dass ich bisher eigentlich immer nur eine Folge gebraucht habe für Crash. Außer jetzt für einen Handlungsbogen. Aber den machen wir ja sowieso nicht mehr. Da der sowieso immer gleich ist. Auch für jede Klasse. Vielleicht mal ist ein Gespräch mal anders, aber das lohnt sich dann jetzt nicht, da riesig da was zu ändern. Aber die Quest, die hatte ich auf jeden Fall letztens schon mal gemacht. Ich habe aber jetzt nicht wirklich angeguckt, wie das jetzt nochmal abliefert. Also ich habe schon wieder alles vergessen. Also ich weiß hier gar nichts mehr. Ich habe ja alles vergessen. Ich hatte mir jetzt schon wieder was verpasst. Nehme ich das Terminal hier oder was auch immer hier ist. Ja. Oh, was, wie viele Gegner brauche ich denn noch, ey? Och, nee. 20 Gegner. Okay, 7 haben wir schon mal. Da ist der 8. Dann brauche ich noch. Ich habe jetzt normalerweise keine Attacke, bei der ich irgendwie den Gegner rausnehmen kann. Das heißt, ich muss ihn besiegen. Selbst wenn ich das, ob ich nun will oder nicht. Und rausrennen geht ja auch nicht. So, bei Instanzen ist ja immer, man kann ja mal rausrennen. Das Schlechte ist, dass die Gegner niemals entrennen. Also niemals halt abhauen. Es sei denn, man verlässt die Instanz. Das geht ja leider nicht bei den Fahrstuhls. Den Fahrstuhl kann man im Kampf nicht benutzen. Das war jetzt sehr viel geredet. Ich baller erstmal wieder meinen Artillerieblitz hier rein. Und dann noch einen effektiven Schuss. Und dann mache ich noch ein Flak-Projektil.
fast Flash gesagt. Flash-Player? Nein, Flash-Player ist es nicht. Flash-Player. Moment, wo kommt ihr jetzt plötzlich her? Die waren vorhin noch nicht da. Ihr imperialen Kommandosoldaten, wo kommt ihr her? Ich meine, wir haben schon 13, 14. Okay, 6 Gegner fehlen noch. Okay, das sollten wir eigentlich schaffen. Gut, die lasse ich da oben jetzt extra mal weg, weil das Elite-Gegner sind. Und hoch auf die Beine. Oh, ich dachte schon, ich komme da jetzt noch schnell vorbei. Wenn man so richtig schnell ist, dann kommt man manchmal auch an den ankommenden Gegnern vorbei. Weil die immer erst, meistens immer erst, zum Beispiel mit Black Talon ist es auch so, dass man da manchmal auch vorbeirennen kann. Wenn die Gegner gerade erst kommen. Moment, die haben gar nicht gezählt. Doch, haben sie. Doch, 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 doch. Moment, hier, gib mal bitte die Kiste her. Oh, Kamera, bitte. Ich sehe nichts. Ja, ich habe immer Probleme mit der Kamera. Die Kamera ist für mich der größte Feind. Der größte natürliche Feind in Star Wars. Die Kamera. Nichts Schlimmes als die Kamera gibt's hier. Außer die Bugs. Helle Seite wird stärker. Toll. Interessiert mich nicht. Kann man diese Meldung eigentlich auch irgendwie abschalten? Die nerven irgendwie vor dem, weil ich sie sowieso nicht brauche. Die haben es ja sowieso schon reduziert, dass die Meldung nicht mehr so oft kommt. Aber früher war das echt nervig, als sie alle paar Minuten kam. Ich glaube, irgendwie jede halbe Stunde kam so eine scheiß Meldung und das war einfach nur nervig. Ich glaube, mittlerweile kommt die nur alle zwei oder alle drei Stunden. Etwas angenehmer, aber es nervt trotzdem, wenn die mehr kommt. Und man kann sie nicht abschalten. Vor allem, weil mich das überhaupt nicht interessiert, welche Seite jetzt gerade gewonnen hat oder nicht, weil es sowieso nichts bringt. Weder für dich selber noch für jemand anders. Das bringt gar nichts. Also das wäre echt eine gute Funktion, wenn man das abstellen könnte, aber das brauche ich nicht. Ist nur nervig, wenn das wieder kommt. Ich weiß nicht, vielleicht braucht ihr es ja, ich weiß zwar nicht wofür, aber gut, wäre immer eine nice Funktion, wenn man einfach sagen könnte, zeigt mir das einfach gar nicht mehr an, weil das interessiert mich sowieso nicht. Scheiße, wie groß ist denn das jetzt hier? Hätte ich gar nicht so viele Gegner besiegen müssen. So viel wie hier sind. Zerstöre die Kommandozentrale. Achso, da. Och, nee. Nee. Ein Elite-Gegner. Muss ja kommen. So geil diese Attacke auch ist, sie bringt einfach gar nichts, weil sie keinen Schaden macht. Sogar wie sie aussieht. Sie macht irgendwie überhaupt gar keinen Schaden, also hat sie keinen Sinn. Das ist für mich jetzt gerade nicht. Vielleicht hat sie im PvP einen großen Sinn oder so, aber für mich jetzt gerade hat sie keinen Sinn. Och, da ist ja noch ein Gegner. Du wirst aber allerdings auch nochmal angefackelt. Fuck, ich bin wieder leer hier mit der Munition. Irgendwie habe ich immer diese Munitionsknappheit. Das ist grundsätzlich immer so. Immer ein Spiel mit kein PvP. Ihr könnt euch freuen, dass ich kein PvP mache. Was? Nimm einen Aufzug in den Bunker zu verlassen. Okay, Aufzug wird genommen. Ach, wieder zurücklaufen. Einmal wieder komplett zurück. Hoffentlich sind hier keine Gegner mehr im Weg. Dass hier wieder irgendwelche Gegner hier aufgetaucht sind. Die nicht da sein sollen. Hey, hi. Okay, es kam immerhin Antworten. Immerhin gab es Antworten. Scheiße, jetzt habe ich gerade das Autolaufen selber abgebrochen. Indem ich auf W gedrückt habe. Das Problem ist, wenn man W drückt und Autolaufen aktiv hat. Was, ich soll den Aufzug nehmen? Und ich mich darauf stellen. Chaos, hier ist Coria mit den Tresorknackern. Wir haben die Pause, die wir brauchten. Wir ziehen uns also zurück. Ich weiß nicht, was ihr da macht, aber die Imperialen mögen es nicht. Ihr werdet schon bald jede Menge Gesellschaft haben. Ihr solltet euch sofort zurückziehen. Over. Hört sich gut an. Endlich. Wir richten noch etwas Schaden an. Wir kommen sofort zum Stützpunkt. Verstanden. Wir sehen uns zu Hause. Korea Ende. Okay, ich komme aus dem imperialen Bunker. Okay, wir dürfen jetzt noch keine Schnellreise benutzen. Wir müssen erstmal raus hier. Erst wenn wir raus sind, dürfen wir die wunderschöne schnelle Reise benutzen. Jetzt dürfen wir die Schnellreise benutzen. Das wird schon wieder. Dann ab ins Hauptquartier.
gibt ja nicht mal Items. Nicht mal Items gibt's hier. Kitano, wir können reden, aber das will ich jetzt nicht. Ach, guck mal, wir sind doch direkt da. Großartige Arbeit da draußen. Ganz großartig. Bei euch wirkte der Einsatzplan so einfach. Rein und raus wie ein Überfall. Die Imperialen waren vollkommen hilflos. Ausgezeichnetes Kriegshandwerk. Danke. Ich hatte schon schwierigere Einsätze. Das war bloß Zeitverschwendung. Ich bin froh, dass wir die Tresorknacker da rausgeholt haben. Und ich erst. Quash kommt definitiv nicht auf meine Liste der erholsamsten Orte in der Galaxis. Ihr habt mir und meinen Leuten aus einer misslichen Lage geholfen. Und das vergessen wir nicht. Falls ihr mal etwas brauchen solltet, sind die Tresorknacker für euch da. Das ist nicht nötig. Vielen Dank. Das ist ja wohl das Mindeste. Es freut mich, auf eure Hilfe zählen zu können, Lieutenant. General Garza hat bereits Pläne für euch. Das habe ich auch gehört. Es wird mir eine Freude sein, wieder mit euch zusammenzuarbeiten. Schon gut, schon gut. Wir sind hier nicht im Urlaub, Leute. Korea, bereitet eure Leute für den Transport vor. Es war mir eine Freude, Captain. Erstattet General Garza Bericht, bevor ihr abfliegt. Das war alles. Okay, wenn das Holo-Terminal dann das Schiff ist, aber dann fliege ich doch schon ab. Also wenn ich das Holo-Terminal benutze, bin ich doch schon im Weltraum. So, zack, weiter geht's. Ach, da hinten ist Tanovik. General Garza, hier ist der Chaos-Trupp. Die Tresorknacker befinden sich in Sicherheit. Ausgezeichnet. Gute Arbeit, Captain. Ich sorge dafür, dass die Tresorknacker bis zum Beginn unseres Angriffs auf die Faust in Sicherheit bleiben. Eure nächste Etappe ist Hoth. Rot. Der letzte vom Chaos-Trupp benötigte Spezialist befindet sich dort. Kontaktiert mich, wenn ihr dort seid, und ich gebe euch die Details. Verstanden. Wer ist es? Gleich weiter im Text. Wie? Ich begebe mich sofort nach Hoth, Rot. General. Gaza Ende. Reise nach Hoth. Und ja, es heißt auch Hoth. Auch wenn es viele bei Hoth aussprechen, für mich heißt es Hoth, weil es auch so offiziell heißt. Von der Klingzeit von Kryogranate brauche ich alles hier eigentlich nicht. Schallgeschoss brauche ich auch nicht. Harpune brauche ich eigentlich auch nicht. Reaktive konnte nämlich einfach Reaktivschild. Wir machen aber noch ein paar Gefährtengespräche. Fangen wir wieder an bei Eric Jog. Natürlich. Gute Neuigkeiten. Garzas Leute haben den ersten Teil der Koordinaten entschlüsselt. Die Daten führen zu einer imperialen Ausgrabungsstätte auf Tatooine. Sieht so aus, als würde dort mein ehemaliger L.O. Thor festgehalten. Schnappen wir sie uns. Wir sollten uns da nicht einmischen. Warum Tatooine? Ja, warum bringen die Imperialen Gefangene an einen so abgelegenen Ort? Wir wussten, dass die Imperialen die Leute vom Todestrupp mit Zwangsarbeit umbringen wollten. Ich kann mir keinen härteren und schlimmeren Ort als Tatooine vorstellen. Oh ja. Wir werden mehr erfahren, wenn wir Thor finden. Ich hoffe, er hat ein paar Antworten für uns. Okay. Och Gott, ey. Schon wieder eine Gefährtenquest, oder wie? Ja, eine Gefährtenquest. Ich weiß das so schon. Akzeptables Risiko. Oh, 40k. Okay, dann mache ich das auf jeden Fall. Stufe 38 passt doch perfekt für unser Level. Also ab nach Tatooine, würde ich sagen. Machen wir das jetzt hier noch schnell. Finde und befreie Lieutenant Torf. Mal gucken, wo das ist. So, ich bin schon aus dem Raumhafen jetzt rausgefahren und mal gucken, wo wir jetzt dorthin müssen. Oh, was? So weit, weit unten. Ist jetzt dein Ernst? Basis von Wilkes. Was? Oh, nee. Dann porte ich mich am besten mal nach da. Ich würde aber sagen, den Weg schneide ich raus. Ich weiß nicht, wie ich fahren soll. Jetzt muss ich, glaube ich, durchs PvP-Gebiet durchfahren. Ach du Scheiße, das kann ja gefährlich werden. Ich glaube, da muss ich wirklich durchs PvP-Gebiet fahren. Einen anderen Weg sehe ich jetzt hier gerade nicht, wie ich hier am besten durchkomme. Ich fahre mal nach oben. Ja. Ich muss nach da unten. Ich glaube, hier ist auch eine imperiale Basis, deswegen komme ich da auch nicht durch. Hier. Da kommt man auch nicht rein. Ich glaube, da muss ich wirklich durchs PvP-Gebiet fahren. Einen anderen Weg gibt es hier, glaube ich, nicht. Dann fahre ich erstmal hier rüber. Ja, da. PvP-Gebiet. Und da würde ich sagen, mache ich das jetzt hier mal schnell. Okay, ich muss mal kurz den Timer wieder starten, verdammt. PvP-Gebiet, ach du Scheiße, ey. Das Gute ist ja, man wird hier nicht bei PvP markiert. Weil es gibt nämlich auch noch einen anderen Weg. Aber den will ich jetzt nicht fahren, weil der viel zu lange dauert. Oh fuck, hab jetzt nicht mehr Tau rücken. Na, natürlich. Zuflucht der Gesetzlosen. Jetzt hätte ich die PvP-Quest gebraucht.
man hier sowieso hin muss. Was war denn jetzt ein Händler? Was macht er? Was verkauft der überhaupt? Schwarzmarkthändler, was verkauft der? Früher hat er mal ziemlich geile Sachen verkauft, mittlerweile verkauft er einen Gleiter. Und auch ich kann mal ein bisschen Schrott hier wegwerfen. So. Kriegsgebiet Aufputscher gibt es sogar auch einen Bauplan und einen Gurian Wirbelsturm. Also falls ihr Gleiter braucht, hier gibt es ein paar Gleiter, glaube ich, auch zu kaufen. Zwar für 218.750, sehr seltsamer Preis. Aber ja gut. Wie fahre ich denn jetzt? Ich glaube, ich muss ja immer durchfahren. Dann wäre noch ein Berger. Genau, hier kann man das HK-Teil kaufen. Und hier ist noch ein Schwarzmarkthändler. Und da oben auch nochmal. Da wollte ich verkaufen alle unterschiedliche Gleiter. Oh, eine Kiste. Das meine ich jetzt übrigens. Die kann man nämlich ziemlich gut auch, wie ich auch im PvP immer sage, diese Kriegsgebiet-Medipacks farmen. Denn in der Kiste sind genau 20 Stück. Und die Kisten, die findet man ja eigentlich echt überall. Muss ein paar Mal durchs Gebiet fahren, vielleicht ein paar Mal Instanz wechseln in die PvP-Instanz. Wo man dann ja auch kämpfen kann. Und dann gibt es ja eigentlich überall Kisten. Da ist auch schon wieder eine. Komm, hol ich mir die auch noch, dann schicke ich mir die Dinger rüber. Also das ist eigentlich ziemlich praktisch. Man kann jetzt ziemlich richtig gut diese Kriegsgebiet-Medipacks farmen. Und hier ist auch ein Handelsmarkt. Ich fahre nochmal kurz nach da oben und guck, was der Händler da verkauft. Jetzt haben wir nämlich schon wieder 40 Stück gefarmt. Allein schon in ein paar Minuten. Allein schon wahrscheinlich in ein paar Sekunden oder so. Was verkauft der hier? Der verkauft gar keinen Gleiter. Der verkauft nur diese Standarddinger hier. Die kriegt man aber auch woanders. Ich weiß gar nicht, ob den Bauplan für Kriegsgebiet aufputsche, ob es hier auch woanders gibt. Ich weiß nicht, ob es hier auch beim PvP-Händler gibt. Ich glaube schon. Oder ob man die wirklich nur hier bekommt. Also, falls ihr Gleiter braucht, gibt es hier auch manchmal ein paar. Kommt aber darauf an, ob der Händler da ist, weil man kann ihn nämlich auch töten, den Händler. Habe ich jetzt mal nicht gezeigt, weil ich nämlich nicht verrecken will. Moment, ich bin hier nicht überlevelt. Doch. Hä? Das zeigt er mir gar nicht an. Das zeigt mir gar nicht an, dass ich überlevelt bin. Ist es ein Bug oder ist es eine neue Sache? Neue Funktion. Egal, ich schneide jetzt mal ganz kurz den Weg jetzt hier raus. Das dauert mir jetzt zu lange hier. So, ich bin mal ein bisschen weitergefahren. Da hinten müssen wir anscheinend hin. Und hier ist die imperiale Basis. Ich glaube, die heißt Mos Arnek. Wenn ich mich jetzt hier nicht täusche. Kann ich jetzt auch nicht nachgucken, weil ich da jetzt nicht ranfahren will, weil ich jetzt hier nicht sterben will. Oh, da ist ein Imperialer. Hallo. Laku. Zephexer. Hat der gar keinen Gleiter? Do you have not Gleiter? Okay, wo müssen wir hin? Da hinten ist die Basis von Wilkes. Anscheinend will er da auch hin, ne? Will er da jetzt auch rein? Ich kann mich nämlich auch erinnern, dass hier irgendwo eine Inquisitor-Quest noch war, wenn die nicht sogar hier auch drin war. Soldatphase steht da. Ich habe schon wieder Post. Ist hier nicht auch eine Inquisitor-Quest drin gewesen? In dem Ding hier? Basis von Wilkes. Ich glaube, hier war noch eine Inquisitor-Quest. Oder bin ich jetzt bekloppt? Irgendwo war hier nämlich auch ein... Da! Das Ding muss man nicht als Inquisitor drücken, wusste ich's doch. Diese Basiszugangskonsole hier, die muss man nämlich als Inquisitor drücken. Das ist ja auch nicht schlecht. Okay, ich wusste doch, dass ich hier schon mal war. Fuck, wo ist denn der Gefährte jetzt schon wieder? Oh, der ist weggegangen wegen PvP-Gebiet. Oh, shit. Oh, kacke. Ich werde jetzt hier nicht drauf gehen. Ich darf jetzt auf gar keinen Fall drauf gehen, weil ich mich sonst nämlich wieder ewig weit laufen muss, bis ich wieder da bin. So, einmal Gefährten holen. Bin bereit. Los, hoch. Ich habe jetzt schon mal ihn hier geholt, also unseren Eric Jorgen. Und wir gehen erstmal jetzt zu Herrn Torf. Auf die Füße, Soldaten. Lieutenant Jorgen? Was macht ihr hier? Ich hole euch hier raus. Wir warten schon seit Wochen auf Rettung. Wer ist das? Ich bin Jorgens Vorgesetzter. Er hat uns erwartet. Ihr beschwert euch hoffentlich nicht. Ich bin der Kommandant des Chaos-Trupps. Der Chaos-Trupp? Ist mir eine Ehre. Okay, das reicht mit Stiefelküssen. Ich will antworten, Torf. Wie seid ihr überhaupt da reingeraten? Steht doch alles in der Missionsbeschreibung. Hat Zane euch nicht eingewiesen? Zane? Ihr meint Oberagent Zane? Der Mann hat uns nur Ärger gemacht. Also hat er euch nicht... Oh, dann darf ich nichts weiter sagen. SID-Befehle. Ihr schuldet uns was. Ihr arbeitet mit dem SID zusammen?
Ich bin enttäuscht, Sean. Was hat der Geheimdienst damit zu tun? Das ist vertraulich. Raus mit der Sprache, Soldat. Wir gehen nicht ohne Antworten. Aber wir... Okay. Also, wir haben uns freiwillig schnappen lassen. Teil einer streng geheimen SID-Operation. Sie haben Peilgeräte in uns implantiert. Der Plan war, uns durch imperialen Raum zu folgen, um herauszufinden, wo das Imperium seine Kriegsgefangenen hinbringt. Dann sollten wir gerettet werden. Das war sehr mutig von euch. Aber sie haben euch nicht gerettet. Was für eine blöde Idee. Für so eine Mission braucht es viel Mumm. Das wäre ein großer Erfolg für die Republik gewesen, wenn es funktioniert hätte. Niemand hat damit gerechnet, dass uns das Imperium trennen und in ein Arbeitslager stecken würde. Überrascht mich, dass der SID uns nicht schon dann rausgeholt hat. Typisch SID. Ihr hättet wissen müssen, dass man diesen Typen nicht trauen kann. Die Gelegenheit war zu günstig. Ihr wisst, wie viele unserer Soldaten in diesen Lagern stecken. Was, wenn euch die Imperialen hingerichtet hätten? Springt nicht zu hart mit ihm um. Der SID ist schuld. Dieser Junge hat jetzt das Kommando. Er hat es nur gut gemeint, Jorgen. Ja, und es hat ihn direkt in ein imperiales Arbeitslager ohne Rückfahrticket gebracht. Aber ihr habt recht. Wir diskutieren das später mit dem SID. Jetzt bereitet euch erstmal auf eure Evakuierung vor. Ich rufe einen Transporter, um euch Jungs nach Hause zu bringen. Okay. So. So, sie sind weg. Ich hoffe für den SID, dass sie einen guten Grund hatten, diese Männer zurückzulassen. Wir wissen, wen wir fragen müssen. Kommt damit klar. Und wenn nicht? Zane ist involviert. Vielleicht erleuchtet er uns ja. Auf jeden Fall wird er etwas über eure Rettungsmission zu sagen haben. Zumindest haben wir alles getan, was wir konnten. Ich kümmere mich um die Entschlüsselung der restlichen Koordinaten. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Und ich würde sagen, mehr schaffen wir jetzt auch in der Folge nicht mehr. In der nächsten Folge reisen wir dann nach Hoth. Ich würde erstmal sagen, hier bin ich jetzt bei der Folge. Ach du Scheiße, was ist das für ein Bild da hinten? Ich sage bis bald und ciao.